Nun endlich ist es soweit, den ersten Gastreferenten willkommen zu heißen. Ich möchte ihn vorstellen. Es handelt sich um Professor Dr. Konstantin Meil. Er, wie alle übrigen Referenten, die noch kommen werden, ich glaube, jeder würde hier sein eigenes Lied singen. Und ich glaube, jedes dieser Lieder wäre wunderschön. Ich sage euch, woher er kommt. Er hat in der Technischen Universität München sein Studium der Elektrotechnik absolviert. An der Universität Stuttgart hat er promoviert in Wirbelstromberechnungen. Er war Entwicklungsleiter der Antriebstechnik in Bauknecht AG in der Leistungselektronik. Seit etwa 28 Jahren, sprich seit 1986, ist er Professor an der Hochschule Furtwangen im Schwarzwald, ist auch Professor für elektrische Energietechnik in der Fakultät CEE, Computer and Electrical Engineering. Seit etwa 26 Jahren ist er Leiter des ersten Transferzentrums für Skalarwellentechnik. In Villingen-Schwenningen ist das. Bitte kommen Sie schon mal nach vorne. Herr Dr. Professor Konstantin Meil ist auch Chefredaktor einer wissenschaftlichen Zeitung, eines Journals, eines Magazins, wo sich ebenbürtige Kreuzgutachten hier schleifen gegenseitig mit Wissenschaftler seiner Kragenweite. Hat dann auch noch viele Bücher geschrieben, 20 Fachbücher über Skalarwellen, Potentialwirbel, Neutrino-Power. Und so könnte man über den Mann jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde aufzählen. Aber ich möchte es mit dem, was ihn mit uns heute am meisten verbindet, schließen. Er ist auch Dozent, oftmals Hauptredner oder Vorsitzender oder Komiteemitglied auf internationalen Kongressen. So spricht er in China, Korea, USA, Iran, Türkei, Spanien, Schweden, Dänemark, Italien, Österreich, Frankreich, Deutschland, heute zum wiederholten Mal in der Schweiz. Das ist unser echtes Vergnügen, Sie hier zu haben. Professor Meil wird über Medienzensur in der Wissenschaft sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Gutes Gelingen bei Ihrem Beitrag. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, für die Einladung auch danken. Ich habe ein sehr schwieriges Thema oder anspruchsvolles Thema bekommen, nämlich das Thema der Medienzensur in der Wissenschaft. Naja, gut, so schwierig ist das Thema gar nicht, denn Sie wissen ja genau, wie das geht. Denn ich kann es in einem Satz zusammenfassen, mein Thema. Die Wissenschaft ist eben überhaupt nicht frei, sondern sie wird über das Geld regiert. Ganz einfach. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Sie wissen, dass das auch in der Politik so geht. Es haben schon mehrere für meine Forschung Anträge gestellt, bei der Politik, bei der EU. Und dann geht das folgendermaßen. Der Politiker sagt, ja, ich gebe das an meinen Experten weiter. Und der Experte, der prüft dann. Und dann wird das also politisch, ob man das denn auch will. Und dann heißt es, nein, also die Experten, die sucht man sich auch aus und die bestimmen dann, was letztendlich geforscht wird. Das ist eigentlich so die tägliche Praxis. Ich kann es an einem Beispiel festmachen. Stellen Sie sich vor, man möchte politisch Geld verdienen mit CO2, nur mal als Beispiel. Dann sucht man sich natürlich irgendwelche Experten als Politiker. Und dann gibt es irgendwelche Juristen, die suchen aus, wer dann das Geld kriegt. Und dann stellt sich anschließend der Politiker hin, das könnte auch eine Kanzlerin sein, und sagt, alle meine Experten sind einer Meinung, ich habe nur eine Antwort bekommen, wir müssen das machen. Nicht wahr? Also CO2 ist unglaublich schädlich. Und das, so wird dann eine Meinung, so entsteht die, die Wissenschaftler helfen mit, sie sind Erfüllungsgehilfe an dieser Stelle und ich bin manchmal sehr traurig, dass ich da einer von dieser Garde bin, aber ich gehöre nun mal dazu, ich bin Beamter und als Beamter, da habe ich ja einen Schutz.
Das ist das Grundgesetz in Deutschland. In Österreich, Schweiz gibt es ähnliche Gesetze, Grundgesetze, die eben auch als vorbehaltloses Grundrecht gewährleistet sind. Das wissen wir, so ist die Theorie, so steht es im Gesetz jedenfalls drin. Ich will natürlich da auch ein bisschen aus meiner Erfahrung plaudern. Ich denke, das interessiert Sie vielleicht auch. Ich fange mal mit einem konkreten Beispiel an. Das ist schon eine Zeit lang her, da ging bei mir die Tür auf. Von meinem Dienstzimmer, Rektor und Dekan kamen rein und haben gesagt, also diese Vorlesung, Herr Meil, die dürfen Sie nicht halten, also die Inhalte oder wie immer. Und dann habe ich gesagt, geben Sie mir das schriftlich. Das haben die gemacht, stellen Sie sich vor. Das ist ein glatter Verstoß gegen Artikel 5 Grundgesetz. Das sind Beamte, ja, die haben auf das Grundgesetz, sind die eingeschworen. Und die verstoßen dagegen, irgendeiner muss die schützen. Oder machen sie das gerne? Bestimmt nicht. Vielleicht gibt es ja jemanden, der dahinter steht. Ich meine, das hat sich dann irgendwann rumgesprochen, dass das ja doch ein Verstoß ist gegen Artikel 5. Also heute sieht das so aus, natürlich biete ich die Vorlesungen jedes Semester wieder an über Nikola Tesla. Ich meine, das gehört zu meinem Fachgebiet. Ich bin Professor für Energietechnik und soll Vorlesungen über elektrische Antriebe halten. Und elektrische Antriebe, wissen Sie, der wichtigste Antrieb ist eigentlich schon der Asynchromotor. Und der Asynchromotor ist eine Erfindung von Nikola Tesla. Ich darf über eine Technik reden, aber ich darf über den Erfinder, der die Technik gemacht hat, nicht reden. Ist da eine Logik dahinter? Also es ist schon sehr fragwürdig. Heute macht man das etwas eleganter. Da bekomme ich jedes Semester ein Schreiben vom Dekan, lieber Herr Kollege, ganz liebes Schreiben, Sie dürfen die Vorlesungen natürlich halten, selbstverständlich dürfen Sie die angebotenen Vorlesungen, die Sie hier fürs nächste Semester als Wahlfächer angeboten haben, dürfen Sie halten. Ich muss Ihnen nur leider mitteilen, dass die Studenten dafür keine Scheine bekommen, keine ECTS. Also man kann das auch umgehen, dann ist das kein Verstoß mehr gegen Artikel 5, dann müsste man vielleicht nachfragen, warum, ich erspare mir das. Aber da wird dann gesagt, ja, es ist vielleicht die Kapazitäten nicht da oder irgendwas, also es gibt dann vielleicht formale Gründe. Jedenfalls, so wird das heute in der Praxis gemacht. Also man kann die Wissenschaft wunderbar lenken und wenn es um neue Forschung geht, neue Dinge haben sowieso immer schwer. Volltreffer glaubt auch Professor Konstantin Meil von der Hochschule Furtwangen gemacht zu haben. Er glaubt, eine Energie gefunden zu haben, die eines Tages die Probleme der Welt lösen wird. Neutrino Power heißt sie und kommt aus dem Weltraum. Die Hochschule ist von seiner Theorie noch nicht überzeugt und hat ihm verboten, Vorlesungen über Neutrino Power zu halten. Doch der Professor nutzt jede Gelegenheit, seine Sicht der Dinge auf andere Art und Weise zu verbreiten, zum Beispiel auf der Südwestmesse in Villingen-Schwenningen, ganz ohne Absprache mit der Hochschule. Jan Ludwig. Dell ungefähr bei 1,5-facher Licht. Wer Professor Konstantin Meil auf der Südwestmesse zuhört, der muss sich anschnallen. Von Lichtgeschwindigkeit ist da die Rede und von Skalarwellen. Im Versuchsaufbau zeigt er, wie er die Energie aus dem Weltraum einfängt und damit diese Neonröhre zum Leuchten bringt. Und das können wir hier auch, wie man sieht, die Lampe leuchtet, ohne dass ich da einen Draht habe. Natürlich bin ich jetzt ein weiterer Empfänger. Drahtlose Energieübertragung. Nach Ansicht von Professor Meil ist das mit Hilfe von Neutrino Power möglich. Die Neutrinos sind kleinste Elementarteilchen, die in der Sonne entstehen. Sie treffen in unvorstellbar großer Zahl auf die Erde. Ein Teil davon wird nach der Theorie von Meil zu Materie. Es entsteht Neutrino-Power. Die müsse sich der Mensch nur zunutze machen, dann ließen sich die Energieprobleme auf unserer Erde lösen. Das Teilchen hat Energie. Und auch die Menge ist mittlerweile geklärt und wir wissen, dass diese Energie ausreicht für den Weltenergiebedarf. Das Thema ist physikalisch eigentlich erledigt, das Problem ist ein technisches. Kleine Lösungen will Meil bereits gefunden haben. Auf der Südwestmesse führt er dieses Boot vor, das ohne eigene Energiequelle an Bord unterwegs ist. Keine Batterie, sondern nur ein Elektromotor und eine Antenne für den Empfang der Antriebsenergie aus der Luft, eben Neutrino Power. Die Hochschule Furtwangen.
Hier unterrichtet Meil Leistungselektronik und Antriebstechnik. Vom Auftritt des Professors auf der Messe hat man sich offiziell distanziert. Der Vortrag sei mit der Hochschulleitung nicht abgesprochen. Die Neutrino-Power-Theorie sei zudem wissenschaftlich noch nicht ausreichend belegt. Schon länger hat die Hochschule dem Professor deshalb verboten, Vorlesungen zu diesem Thema zu halten. Aus meiner Sicht ist es traurig, dass die Hochschule sich so praktisch daneben stellt und sagt, wir wollen die Technik nicht. Denn schließlich wird die Hochschule von dem Steuerzahler finanziert, und zwar dafür finanziert, dass sie sich eben um die Forschung kümmert. Wer soll es denn sonst machen? Die Industrie, die macht das, was sie verkaufen können, aber wir müssen irgendwann auch Grundlagenforschung machen, und dafür haben wir die Hochschulen. Oder eben die Südwestmesse für die Verbreitung der Theorie. Ist Neutrino Power nun seriöse Wissenschaft oder Esoterik? Also mit Esoterik hat das gar nichts zu tun. Da habe ich auch nichts am Hut. Es ist einfach eine Tatsache, die sich im Experiment darstellt. Ich habe eben diesen Ausspruch gehört, dass es zwischen Scharlatanerie und Genie keinen großen Unterschied manchmal gibt. Und viele Scharlatane haben sich später als Genie herausgestellt und viele Genies als Scharlatane. Das hält mich aber nicht davon ab, dass ich eben mich für sowas interessiere. Wenn ich mir vorstelle, da gibt es Professoren, die unterrichten oder lehren seit 30 Jahren vielleicht ihre Physik. Und jetzt kommt einer und sagt, das stimmt nicht ganz, was ihr da erzählt. Den Konflikt mit seinen Kollegen oder seiner Hochschule scheut Professor Konstantin Meil jedenfalls nicht. Er glaubt fest an die Zukunft der Energie aus dem Weltall. Tja, und wie sagte einst ein sehr weiser Mann, der Kopf ist rund, damit das Denken jederzeit seine Richtung ändern kann. Neutrino Power aus dem Weltraum. Supernova-Explosionen erzeugen heftige Neutrino-Schauer. Als starke Quellen gelten außerdem die sogenannten schwarzen Löcher in den Zentren vieler Galaxien.